Hallo, guten Morgen zu Adobe Live am Dienstag, heute zur zweiten Folge mit der wunderbaren Dani Polen. Hallo, guten Morgen, Dani. Guten Morgen. Runde 2. Na? Na, wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Hast du gut geschlafen und alles fit? Ja, ich habe gestern noch ein bisschen dran gearbeitet. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf den Stream heute, was wir heute so machen. Gestern war der erste Stream, wir waren beide zu Gast. Es ging um Werbekampagnen-Design und magst du nochmal das Thema kurz zusammenfassen? Du hast es gestern so schön gemacht. Ui, pressure is on, ne? es geht uns dabei darum, dass wir gerne Illustrationen und ein ganzes Branding sozusagen erstellen wollen, was darum geht, um teilen, sich gegenseitig helfen, zusammen sein, einfach uns gegenseitig zu supporten. Und da haben wir ja gestern mit euch, Tanja hat an dem Logo gearbeitet, wir hatten euch nach euren Ideen gefragt, wie das Ganze denn heißen soll. Wir hatten ein paar Vorschläge, aber wir haben bessere Vorschläge bekommen und haben daraufhin nochmal einiges abgeändert und neu gemacht. Und ja, zusammen soll es auch heute weitergehen. Und ja, wir freuen uns auf euren Input. Und ja, ich hoffe, ich habe es jetzt ungefähr genauso gesagt. Auf jeden Fall, voll gut. Ich würde sagen, wir können ja mal auf meinen Bildschirm schauen, ne? Da können wir vielleicht noch mal ganz gut gucken, was du gerade gesagt hast, dass wir das euch noch mal zeigen, wie weit wir so gestern gekommen sind, weil du hast das eigentlich perfekt zusammengefasst. Und heute geht es jetzt ein bisschen darum, deine Illustration mit meinen grafischen Elementen zusammenzubringen und mal schauen, was da so entsteht. Wir sehen schon den Bildschirm. Genau, was Dani nämlich... Was du gestern gerade gesagt hast, das waren unsere Vorschläge hier gestern für den Namen für die Kampagne. Dann kam das von euch. Ich glaube, Thoralf war gestern auch sehr on fire und gut. Und ich glaube auch Stefan, da kamen super Vorschläge von euch. Hallo Julia, Julia ist auch da. Schönen guten Morgen. Wir hatten hier auch noch ein paar Vorschläge für Slogans. Dann kam das Wir gewinnt. Das halt super auch zum Namen passen würde. Ein paar Schlagworte, die kamen auch von Ruth. Das war so sehr gut. Ne? Darauf hast du dann auch so ein bisschen deinen Illustrationsstil aufgebaut. So ein bisschen so was leicht Kindliches, sehr bunt, farbenfroh, Unvorbehaltenheit. Und ich kann mal hier ein bisschen runterspringen. Das war eigentlich gestern unser Endpunkt. Dass das hier unser Logo war, da hatte nämlich, ich glaube, Thoralf war es, nämlich den super Vorschlag, ich wollte dieses W, was die Schrift sowieso schon hat, so ein bisschen verknüpfen, dass es eben so dieses Wir-Gefühl, ne, so wie Hände halten, das hast du ja auch als Illustration gemacht, die beiden Hände, dass wir das auch im Logo aufnehmen. Und dann kam Thoralf oder Ruth oder eine Gemeinschaftsarbeit, nämlich auch der Vorschlag, dass man vielleicht auch ein Herz mit einbindet, beziehungsweise die zwei oberen Bögen. Und da sind wir dann hier schon so relativ grob vorgegangen, dass wir so das am Ende hatten. Ich kann es mal zeigen, ich hatte das jetzt gestern noch mal ein bisschen verfeinert natürlich, einfach um noch mal so ein paar Anpassungen zu machen, wie es dann ganz gut passt. Weil hier hatten wir diese Herzformen oder Bögen drüber gesetzt, dass sie auch noch mal so ein bisschen über die ganze, also über die Oberlinie von der Schrift drüber ragt. Ich dachte dann, ob es vielleicht ganz schön ist, wenn man das, ich kann es mal so noch mal ein bisschen zeigen, wenn man das eher noch mal ein bisschen anpasst. Habe hier noch mal verschiedene Versuche gemacht, hier auch wie der Abstand zwischen den unteren Teilen, zwischen dem W beziehungsweise zwischen dem Herz sein soll. Und was wir dann hier eigentlich auch ganz, oder was ich dann auch ganz schön fand, ist, dass es tatsächlich wie zwei Herzen aussah. Und Dani, du hast ja gestern auch in den Illustrationen so ein bisschen mit Farbverläufen gearbeitet. Da haben wir ja auch gesagt, wir wollen das heute noch so ein bisschen offen lassen, ob wir das quasi integrieren in das Branding oder nicht. Und ich hatte dann hier mal noch, um zu zeigen, wie sowas vielleicht auch als Bildmarke funktionieren kann, hier auch nochmal quasi einen Farbverlauf eingebunden. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, weil das tatsächlich, das ist ein W, was für wir hatten es ja gestern auch darüber, machen wir es auf Deutsch oder Englisch. Für Social Media ist ja
meistens auch, wenn man Englisch, die englische Sprache benutzt, hat man ein bisschen eine größere Zielgruppe. Man könnte aber natürlich das W einfach auch so verwenden, dass es für wir genauso wie für we steht, also für Deutsch oder Englisch. Und das finde ich hier eigentlich ganz schön, weil wir wie zwei so Herzen da auch verbunden haben, was halt gleichzeitig auch das W ist. Und Dani, vielleicht du darfst deinen Favoriten sagen und dann ihr auch in der Community. Wir können dann hier jetzt gleich mal noch schauen, was hier auch euer Favorit ist, weil eigentlich heißt ja das Projekt Das Wir, wie wir das hier einbinden. Ich schaue mal aber noch ganz kurz, weil hier geht es schon wieder, hier ist schon wieder mega viel los. Es sind auch alle da. Thomas ist da, Stefan, Ruth. Wunderbar, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid so mit dabei wie gestern. Wir brauchen auch auf jeden Fall wieder euren Input. Wie immer, was ich noch gar nicht gesagt habe, wir sind natürlich live, deswegen funktioniert es auch, dass ihr euren Input gebt. Falls ihr gerade bei YouTube zuschaut, kommt rüber auf Behance. Hier ist der Chat, den behalten wir auch im Auge, dass ihr hier auch mitmachen könnt und eure Meinung teilen könnt. Ja, Dani. Ich kann mich gar nicht entscheiden, so viele tolle Vorschläge hier. Also was soll, seht ihr ja jetzt auch zum ersten Mal, weil du hast natürlich auch dann gestern noch ein bisschen nach dem Stream dann gearbeitet. Hast du denn auch einen Favoriten? Also ich glaube hier in der mittleren Zeile, eigentlich dachte ich zuerst das, also dass man das Wort das auch oben mit dran setzt, das fügt sich so ganz gut ein in das Schriftbild. Tatsächlich mag ich eigentlich auch das hier ganz gerne, weil ich gedacht habe, wenn man es dann mit dem Slogan verknüpft, dann steht oben irgendwie das Wir, Punkt, das ist so das Logo, und drunter mit dem Gewinn, dass man noch arbeiten könnte. Deswegen mag ich das hier eigentlich auch ganz gerne. Hast du einen Favoriten? Ich hätte auch gesagt, dass vielleicht in der ersten Reihe das in der Mitte, was du auch gesagt hattest. Mhm. Eben. Oder ich glaube, ich würde mich tatsächlich Julia anschließen mit unten in der Mitte. Unten in der Mitte. Das hier. Warte. Ja. Wir gewinnt quasi. Ja, oder das, was du gut fandest. Mhm. Also das hier ist eigentlich so gedacht, beziehungsweise machen wir es mal so, dann haben wir alles zusammen. Dann wäre es hier nämlich, ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann wäre das hier das Logo, das Wir. Und wenn man es mit Slogan verwendet, dann, also das so ein bisschen abgesetzt, dann nach unten, aber dann hätte man das Wir gewinnt. Seid ihr damit einverstanden? Also, aber gehört der Punkt dann hinter das Wir auch noch? Ja. Okay. Ja, okay. Ja, sorry, ich muss fragen. Ich habe ja keine Ahnung. Ja. So, das wäre jetzt der Vorschlag. Ich finde das Logo pur am besten. Okay. Können wir natürlich auch machen. Also, hat das auch hier. Was. Ja, finde ich eigentlich auch ganz schön. Okay. Sollen wir es vielleicht pur machen und dann, das wäre ja quasi diese Variante. Dafür warst ja, glaube ich, auch du und Julia mit dem dann noch gewinnt, wenn es als Slogan gesetzt ist, dann auch mit dem Gewinn darunter. Dann würde ich jetzt einfach mal das nehmen und kopieren. Weil wir können mal noch kurz einen Schritt weiter schauen und dann würde ich sagen, schauen wir mal zu dir, weil du machst ja heute auch noch an Illustrationen weiter. Aber damit wir quasi so noch dieses Branding so ein bisschen zusammenbringen, weil dann können wir quasi gleichzeitig wieder an den unterschiedlichen Medien dann arbeiten. Hier nochmal zusammengefasst, das waren ja die Schriften. Und hier hatte ich das jetzt nämlich schon mal reingesetzt. Ich würde sagen, dass ich das jetzt einfach hier rausnehme. Pack das mal daneben. So, und dann... Also das Hellblau mit dem Rosa finde ich ja auch schon wieder fantastisch. Ne? Und das Rosa mit dem Orange auch schon wieder. Da bin ich ja ganz groß dabei. Sehr schön, das freut mich. Hier ist so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde das mit den Farbverläufen sehr schön. Es fällt vielleicht auch in, also es ist so nochmal ein bisschen ein anderer Stil. Ne? Ich wollte es da auch mal reinpacken. Ich weiß es nicht, vielleicht lassen wir es jetzt auch einfach mal drin und schauen, wie es, Katrin schreibt, ich bin auch für pur, auf jeden Fall ohne Punkt, wenn unten gewinnt, noch darunter kommt. Okay, dann haben wir, glaube ich, eine klare Meinung auf jeden Fall. Ja gut.
das braucht es gar nicht. Okay. Ja, und ich glaube, du hast recht. Also die Verläufe passen, also irgendwie passt nicht so richtig, ne? Gibt irgendwie wieder so einen anderen Vibe. Ja, ist nicht so ganz das. Okay, ja. Fand ich nämlich auch, ich wollte es mal dann noch reinsetzen, aber dann würde ich einfach sagen, dann verwenden wir das jetzt auch in ja, den Farben, die wir hier haben, also unsere Farbpalette, die wir gestern definiert hatten. Und ja, Dani, sollen wir mal zu dir rüberschauen, beziehungsweise du hast ja gestern deine Illustration auch schon hochgeladen. Ich habe sie hier auch mal rein. Ah ja, du hast sie bei dir. Okay, ja, perfekt. Ja, das war jetzt das, woran ich gestern noch gearbeitet hatte. Im Stream hatten wir schon Hände angefangen hier, diese. Den Mund hatte ich schon fertig gemacht, so wie die Kirschen da. Den wollten wir zuerst machen, da hatten wir uns entschieden. Da habe ich gestern Abend noch ein bisschen reingehauen und habe den Rest noch so ein bisschen fertig gemacht. Ja, bin auch schon gespannt, was du damit dann zaubern kannst. Und für heute habe ich jetzt noch übrig, muss ich mal kurz alle ausschalten, damit ich hier mal wieder ein bisschen Platz habe. Oder was möchtest du noch sagen, Tanja? Super viele Elemente. Ich fand es total toll, als du die Datei hochgeladen hast. Dachte ich so, wow, krass. Juhu, voll gut. Ja, ich dachte lieber zu viel als zu wenig. Dann haben wir was, wovon wir Dinge auswählen können. Und ja, wir möchten natürlich auch, dass alle happy sind. Also dachte ich irgendwie für jeden was dabei. Ne? Und ja, für heute hatte ich mir überlegt, dass ich noch eine von diesen beiden Frauen mache oder vielleicht sogar beide. Und dann wäre es schön, wenn ihr mir sagen könntet, welche ihr besser oder interessanter findet. Mhm. Also entweder, warte, ich mache nochmal hier so ein bisschen, dass man auch mal was sieht. Entweder, nein, so. Die den Ball hält, also aka, also wir halten es zusammen oder ich helfe dir oder ich hebe halt was hoch, ne? Oder eben jemand, der auch was stützt. Mhm. Und ja. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich habe einen Favoriten, aber schauen wir erstmal kurz, habt ihr denn einen Favoriten? Geben wir denen eine Minute. Also ich finde das oben links toll, weil man könnte auch überlegen, dass man in den Ball vielleicht noch was reinschreibt oder genau, so. Genau, genau. Ja, und hier könnte man natürlich auch noch jegliche Form, die du gerne haben möchtest, reinsetzen und ja, da auch noch. Stimmt, das könnte man da natürlich auch machen, ja. Ja. Die sind alle toll, schreibt Julia. Tim sagt Option 1. Julia, ja, ich sag auch 1. Also quasi die stehende Frau. Okay. Okay. Das wäre schon mal, ich glaube, ich hatte auch mehr Lust auf die. Ich würde schon mal bei 4 zu. Und es gibt noch keinen Widerspruch. Das ist doch gut, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, vielleicht schaffe ich ja sogar auch beide. Einfach mal ja. Sportlich angedacht. Ja, ja, sportlich. Ja, also es kam sonst kein Widerspruch mehr. Ich würde sagen, ja, dann nimm die Variante, finde ich auch super. Okay. Dann ja, starte ich mal damit durch, würde ich sagen. Okay. Mal wieder die Transparenz setzen. So, Dille. Vielleicht nochmal die Farbpalette woanders hin. Weil ich klicke da nämlich natürlich da immer rein und dann, ja, muss ich immer rauszoomen aus dem Bild. Das ist ja immer nicht ganz so. Ich glaube, hier ist das passender, wenn ich die mal direkt daneben setze. Ja. Ja, ist natürlich auch super, wenn du mit Illustrator direkt zeichnest, weil das war natürlich auch sehr easy. Ne? Du hast die Datei in unseren geteilten Creative Cloud Ordner gepackt und ich konnte sie mir einfach rausziehen. Ja. Das ist für Zusammenarbeit natürlich super. Perfekt, super. Oder? Ja. Ist auch echt schnell hochgeladen und ja, problemlos, würde ich sagen. Ja, ja. Tora schreibt, ich fände ein Bild von den Fantastischen Vier gut. Wäre eine Variante. Und Thomas sagt, die Hände symbolisieren sehr stark, dass wir zusammengehören. Dass wir zusammengehören, genau. Ja, finde ich auch. Also die Hände finde ich auch ein super
Super Element. Da hatte ich auch schon überlegt, dass wir das auf jeden Fall in den Poster auch mit aufnehmen. Dann ich arbeite jetzt auch einfach schon nebenher Ja. bei dir und dann können wir ja immer mal wieder schauen. Was machst du jetzt direkt? Ich hatte nämlich jetzt überlegt, dass, also ich habe auch deine Illustration hier reingenommen und dann habe ich mir ein paar Elemente daraus genommen, dass man quasi für dieses Branddesign oder für dieses Kampagnendesign noch so eine Art, ja, auch wieder so eine Art Toolkit machen kann. Weiß ich nicht. Und ich dachte, ich wollte jetzt mal noch ein paar Pattern-Designs machen. Ich habe mir einige von deinen Formen geschnappt, die ich irgendwie ganz schön fand. Also die hier fand ich irgendwie toll. Das ist so die beiden hier, also das hier und diese gewellte Linie habe ich aus deinem Regenbogen rausgenommen. Die fand ich irgendwie beide super, weil die so eine Art Dynamik, also so was sehr Dynamisches haben. Dieses Blatt oder dieses so sehr abstrakte Blatt oder so, das Florale finde ich auch schön, weil wir ja auch gestern so ein bisschen in die Richtung gedacht hatten, wir wachsen zusammen oder let's grow together. Also, dass es so in diese Richtung geht, fand ich ganz schön. Und auch hier diese gewellte oder ja, so diese Linie fand ich irgendwie auch toll, weil das so auch was so Gemeinsamkeit hat. Also, ich habe es jetzt hier nochmal für ein Pattern hätte ich das hier nochmal vereinfacht. Und habe da nochmal einfach, dass die dann auch gleich sind, habe ich dann nochmal den Farbverlauf rausgemacht. Und ja, würde hier mit den einzelnen Elementen eben noch kleine Muster erstellen. Also sehr, sehr einfach eigentlich auch nur. Und würde hier so ein bisschen rumprobieren, wie ich die. Wie man da so ein paar grafische Elemente hinbekommt. Super spannend, wie du das so angehst. Ich finde, das ist immer eigentlich echt auch fast mit das Beste, auch zu sehen, wie andere arbeiten. Und ja. Ja, und vor allem, es ist es natürlich auch spannend, weil man hat diese Elemente vorgegeben und man kann jetzt schauen, wie man jetzt damit weiter hantiert, ne? Und deswegen, glaube ich, fand ich hier jetzt, wollte ich jetzt erstmal so eine Art Muster machen. Um einfach das auch so ein bisschen offen zu halten, okay, was könnte man da damit machen? So im Nachhinein, um das auch so ein bisschen, ja, dann noch so ein bisschen Spielraum auch zu haben. Ich glaube, das fände ich auch ganz schön. So, Konzentration. Ja, das sieht super aus. Ja, und wenn man halt so, also das Musterwerkzeug hier, das ist ja auch super. Ich verwende es, wenn ich es tatsächlich ein bisschen aufwendigere Pattern-Motive mache, verwende ich das eigentlich nicht, sondern ich arbeite so auf meiner Zeichenfläche zuerst. Aber das Tool finde ich halt auch super und vor allem so hier mit diesen Elementen, dass man die auch so ein bisschen anders, also diagonal anordnen oder versetzt anordnen kann, finde ich irgendwie ganz cool. Das hier fand ich irgendwie schön, weil das so eine Art Wellenmotiv gibt. Das hatten wir ja gestern auch mal überlegt, ob man das mit aufgreift. So, das vielleicht noch den Hintergrund ändern. Und dann noch dieses Element. Oh ja. Ja, das Grün-Rosa finde ich auch wieder großartig, muss ich sagen. Ja, also das Grün, das fand ich jetzt auch spannend, dass wir uns dafür gestern entschieden haben. Das ist wieder so ein Farbton, da haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen, wie das auch so ist, wenn man mit Farbpaletten arbeitet, die dann vordefiniert sind. Das finde ich auch immer sehr herausfordernd. Wahre Worte. Aber ich finde es hier auch ganz cool. Ja, dann könnte man nämlich auch mal gucken, was ich vielleicht mit den Patterns so anstellen kann. Dani, wir hatten ja jetzt, ich habe mir das überlegt,
Wir wollen ja quasi ein Kampagnendesign machen. Also das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Wenn wir jetzt sagen würden, das wäre was für Social Media, dann würde ich, glaube ich, sagen, man geht auf ein quadratisches Format. Wenn es eine Kampagne, eine Printkampagne wäre oder im öffentlichen Raum, dann würde man eher auf ein Posterformat gehen. Man kann natürlich irgendwie für Veranstaltungen könnte man auch irgendwelche Bändchen machen. Sticker fand ich auch ganz cool. Also Sticker fände ich irgendwie ganz schön, weil deine Elemente natürlich auch perfekt dazu passen. Da hatte ich gedacht, ob wir nachher so ein paar Sticker, also ein paar Illustrationen von dir mit Schrift kombinieren könnten. Das wäre super. Und hätte jetzt aber für heute auch noch überlegt, dass man einfach auf ein A3-Format vielleicht geht. Und da überlegt, wie macht man ein kleines Posterdesign, was modular ist oder was vielleicht das auch aufnimmt, ne? Diese Elemente und dann mit den Sätzen, die wir gestern überlegt haben, auch verknüpft und dass das so eine Einheit bildet. Bitte, das hört sich super an. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist auch gerade für mich super interessant, weil ich ja dann immer gar nicht so dabei bin, wenn dann halt Dinge mit meinen Illustrationen passieren, sondern ich mache die ja nur und dann war's das. Ja, ja. Dann schickt man die rüber und dann kümmert sich jemand anders drum. Und da ist es heute nochmal extra spannend. Was? Julia schreibt nach Merch? Ich will ein Bändchen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir nachher auch noch ein Bändchen machen. Das finde ich nämlich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Ich auch. Auch wenn, dass man so vielleicht die kleinen Objekte nebeneinander hat oder mit abstrakten Formen. Mhm. Okay, was hat denn so ein Bändchen für eine Größe? Wahrscheinlich nur so 1,5 Zentimeter vielleicht? Ja, wie, ja, so ein wie so ein Festivalbändchen? Mhm. Oder so 2,5 Zentimeter. Ich glaube, das sind 1,5, die sind ja immer dünn, oder? Oder wir machen was Special-mäßiges und das sind 2,5. Es muss ja jetzt noch nicht ganz, wir können ja jetzt einfach mal sagen, okay, vielleicht ist das ein Bändchen, vielleicht ist es ein bisschen zu schmal. So. Julia, meinst du, das ist... Ah, Tim hat nachgeschaut. 1,5 auf 35. Naja, das war ja gar nicht so schlecht. Danke, okay. Tim. Voll gut. So, auf 35. Oh, das ist schon echt nicht viel Platz. Nee, ne? Nee. Man muss sich ja auch überlegen, wie klein die dann die Sachen werden können. Mhm. Damit man das, also das ist ja meistens gewebt. Mhm. Da würde ich auch tatsächlich sagen, also, naja, ich kopiere mir die mal, aber ich glaube, die Kirsche ist da wahrscheinlich leider auch schon raus. Ne? Die wird sonst zu klein, aber ich gucke jetzt einfach mal. Vielleicht macht man ja auch eher, dass man vielleicht eher so diese abstrakteren Formen hier nimmt von dir, so die Herzformen. Wobei allein schon 6 Zentimeter auf beiden Seiten die Enden bilden, welche von den Leuten oft abgeschnitten werden. Ah, danke, Tim. Dann noch 3 Zentimeter beidseitig für den Verschluss. Okay, ich würde sagen, wir beschränken uns auf die Sichtfläche. Sonst brauche ich zu viel Zeit zum Ausrechnen. Also bleibt noch 16 Zentimeter reine Designfläche. Okay, das bekommt man hin. Dann schaue ich hier nochmal. Okay, ist nicht viel tatsächlich. Dann wäre das ja quasi unser Bereich. Oh. Mhm. Dann bräuchten wir ja einen Slogan. Sollen wir da dann das Wir gewinnt als Slogan verwenden für das Bändchen? Mhm. Oder was hatten wir denn noch? Also ich glaube, das war schon irgendwie unser Favorit. Das andere waren unsere Vorschläge, aber Hut und Thoralf hatten die besseren Vorschläge, finde ich.
Es sei denn, euch fällt noch mal was ein. Ach so, Topalf, er fragt gerade, meint ihr die Festival-Armbändchen oder die Messe-Umhänge? Ich glaube, ich würde jetzt sagen, die Festival-Armbändchen, oder? Das wäre so vom Format her ganz interessant. Das finde ich auch super. Das würde ich tatsächlich auch tragen, glaube ich. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, fände ich schon ganz gut. Habe ich auch tatsächlich, habe ich sowas gesehen während dem ersten Lockdown. Da hat auch jemand sowas gemacht, glaube ich. Okay. Und die waren auch echt super cool. Ach, cool. Ruth schreibt gerade, die Hintergrundfarbe kann aber über die ganze Fläche gehen. Ja, okay. Super. Hier doch lieber rosa Haare. Und dann eine blaue Hose. Dani? Ja? Ich habe eine Frage. Das hat sich schon fast so angehört, als wenn irgendwas wäre. Ja, tatsächlich. Ja. Weil eigentlich ist es wirklich... diese Blume, da würde jetzt der Kopf der Blume eigentlich ganz gut da drauf passen, würde aber gleichzeitig bedeuten, dass ich deine Illustration für dieses Armband zerstöre, weil ich einfach den Stil nicht verwende. Gibst du das frei? Klar. Natürlich. Ich vertraue dir voll und ganz. Okay. Ja. Weil das sind ja schon auch so Sachen, ja, die kann man vielleicht auch nicht so toll finden, ne? Ach. Ich denke mal, weiß nicht, ich vertraue dir da voll und ganz, du machst das Beste. Oder ich habe eine bessere Idee. Wir kippen die einfach, dann kann sie ganz drauf. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Ah, okay, Torf meint das weglassen. Okay. Oder wir verwenden einfach einen anderen Satz. Gemeinsam wachsen würde zur Blume passen, oder? Mhm. Warum nicht? Hört sich auch gut an. Das finde ich vielleicht auch ganz schön. Ja, manchmal muss man ja Dinge auch erstmal ein paar Mal sich angucken und probieren. Auf jeden Fall. Und auch einfach immer sehr viel ausprobieren, um dann zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Ist, glaube ich, schon auch super wichtig. Ich sehe hier gerade, da schreibt Thoralf, ich würde das weglassen, nicht, dass es sonst noch Stress mit Aktion Mensch gibt. Genau, das hatte ich nämlich auch gerade gelesen und das möchten wir natürlich nicht. Deswegen habe ich jetzt einen anderen Slogan verwendet oder einen ganz anderen Satz verwendet. Das ist dann besser auf jeden Fall. I see, ja. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Die Zeit rennt. Oh. Direkt gestresst. Aber ja, ich glaube, ich schaffe sie heute auf jeden Fall. Sehr schön. Aber gibt es denn noch irgendwas, was auf jeden Fall nicht fehlen dürfte? Inwiefern meinst du das? So an Merch oder so. Wir könnten ja theoretischerweise könnten wir auch noch mal ein T-Shirt irgendwann machen. Zum Beispiel. Fiel mir jetzt auch gerade noch ein. Könnte man machen. Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich würde mich gleich eher noch an die Sticker machen wollen und an so 2-3 Poster, dass wir da auch deine Illustration vielleicht dann noch mit aufgreifen können. Ja, bitte. Und ich schicke dir noch mal heute Abend ein T-Shirt-Mockup, würde ich sagen. Können wir machen. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ah, jetzt sehe ich gerade bei dir. Sehr cool. Auch, ich glaube, wir haben ganz gute Farben auch ausgewählt. Ja. Passt auch perfekt, finde ich. Da musste ich selber auch direkt wieder meine Farbpalette so ein bisschen überdenken. War so, ja, finde ich schon sehr nice. Weil ich bin ja eh gerade momentan, gucke ich mich gerade wieder ein bisschen um. Okay. Inwiefern, dass du, also hast du manchmal so Zeiten oder so das Gefühl, dass du sagst, du möchtest gerne deine Farbpalette überarbeiten oder du verwendest, möchtest neue Farben integrieren oder wie ist das so bei dir? Ja, okay. Ich finde irgendwie, irgendwann merkt man so, oh ja, es ist Zeit für ein bisschen was Neues. Finde ich. Also so geht es mir zumindest so. Ja, das stimmt schon. Kam wieder neue Inspirationsquellen dazu und dann ist so, ja, okay. Soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Ja, das stimmt. Was schreibt Julia? Gartenhandschuhe? Linienmäßig nicht unter einen Punkt gehen. Ruth, wahrscheinlich meinst du auch für das Armband, oder? Weil das relativ kleine Fläche ist. Das stimmt. Ruth hat auch schon ein T-Shirt bestellt. Also vielleicht müssen wir ein T-Shirt noch machen. Ja, ich glaube nämlich auch. Da kommen wir nicht drum rum. Tanja, das wird nichts. Ja. Fände ich gut. Gartenhandschuhe. Ich weiß nicht, was Julia meint. Ich auch nicht. Gartenhandschuhe. Gartenhandschuhe. Ach so, als Merchandise. Ah, das ist natürlich, das ist eine coole Idee, Julia. Das wäre mal definitiv was anderes und würde ja perfekt passen. Stimmt, da könnte man natürlich auch noch weiterspinnen. Gartenhandschuhe, man könnte so kleine Tütchen machen, wo so Pflanzensamen drin sind. Oh Gott, so let's grow together und so. Ne? Ja, und auch gemeinsam wachsen würde da auch sehr gut passen. Ja, ich glaube, wir könnten hier zusammen in 2 Tagen wahrscheinlich eine ganze Kampagne auf jeden Fall gestalten mit eurer Hilfe. Das kann man dann im Baumarkt auslegen, sagt Julia. Ja. Super gut. Ich bin direkt in Love. Das finde ich auch wirklich eine sehr schöne Idee. Wie diese Seedbombs, die gibt es doch auch immer, ne? Mhm. Ja. Das stimmt. Auch ein super schönes Produkt. So. Ich muss ja selber ein bisschen beobachten, wen man hier immer gerade sieht beim Arbeiten. Ich bin jetzt gerade mal dabei, deine Händeillustration auf ein Poster zu bekommen, auf ein Poster zu setzen. Oh ja. Ich guck dir gerade mal zu. Ist ja auch super spannend. Auf den grimmigen Mulch kann man auch drauf drucken. Wäre auch eine gute Idee. Du, ich habe mich jetzt, glaube ich, auch dafür entschieden. Wir hatten ja gestern gesagt, wir sind noch am Überlegen, ob wir die Fingernägel dazu verwenden oder nicht. Ich glaube, ich würde sie da lassen, oder?
Ja, tatsächlich fand ich sie dann auch sehr gut. Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen, man die hier so reinsetzen kann. Du, darf ich deinen Arm länger machen von der Hand? Weil ich würde den hier gerne in die Form setzen. Okay. Ja, was auch immer dir hilft. Bekomme da ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach so hier Illustrationen abändere. Nein, nein. Also du hast die Freiheit, das Beste Okay. daraus zu machen. Okay, super. Ja. So, weil ich bin jetzt gerade dabei, deine Illustration, ne? Hier reinzubringen, dass die von oben her in der Pflanze aufhört und von unten her nämlich drüber hinausragt, das finde ich ganz schön. Das muss ich hier gerade. Das ist nur ein bisschen tricky, weil ich hier überlegen muss. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Ich habe die jetzt kopiert und einmal quasi in die Maske von dieser Pflanze gesetzt. Und es ist mir hier nur irgendwie. Da und hier ist noch. Hast du da mit anderen Farben gearbeitet? Ich kann das hier wegmachen. Ich glaube, da müsste es passen. Da Jetzt waren passt es. ja Verläufe, glaube ich, die Ah, da okay. irgendwie noch, ja. So. Vielleicht. Doch, ich glaube, das finde ich ganz gut. Bin es hier auch gar nicht mehr sortiert mit meinen Ebenen. Naja. Ja, wir haben ja jetzt auch den Turbo reingelegt heute, ne? Man kann Also, nicht alles haben, ne? nee, man kann nicht alles haben. Das Girl, was ich hier gerade für dich mache, also das darfst du dann auch nur als Ordner benutzen. Also, weil da liegt jetzt auch alles brach. Okay. Weil ich mich echt beeile. Jetzt wirklich sehr ehrgeizig, dass ich beide schaffe. Sehr ärgerlich. Okay, Ja. also wir haben noch 22 Minuten. Ja, okay, aber möglich ist es. Warte, ich mache mal nochmal ein bisschen flotter hier heute. Die erste habe ich nämlich gleich fertig. Wow. Okay, dann bist du wirklich schnell. Ja, ich habe jetzt auch echt alles gegeben. Aber ja, so sieht die Datei auch aus. Hihi. Ja, aber man kann ja dann danach noch aufräumen. Genau. Geht schon. Und Ruth sagt gerade Sammelkarten und dann noch ein wenig Arrow dazu. Das ist natürlich auch eine gute Idee, Ruth. Ich glaube, da wärst du unser Tipp, zu wem wir gehen. Tolle Idee mit der Form. Sieht so nach Leichtigkeit und Sommer aus. Gute Vibes. Und Julia sagt, Wuhu, Turbo, Dani. Ja, ich gebe hier echt alles heute. Ja, du bist wirklich schnell. Ja, naja, aber ich habe es ja auch so angelegt, dass es irgendwie machbar ist, ne? Ich habe schon ein bisschen gedacht, dass ich viel schaffen möchte. Und wir hatten ja auch gesagt, dass ich auf die Details verzichte. Weil Ja. sonst wäre ich ja detaillierter, ne? Und da haben wir ja auch gesagt, dass wir jetzt dir ein bisschen naiver haben wollen. Und ja.
Und Thoralf sagt gerade was, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Du störst dich etwas an der Dicke des R im Logo. Ja, und es kann nämlich jetzt auch sein, dass das passiert ist, weil ich jetzt nochmal eine andere Version mitgenommen habe. Also man müsste das natürlich noch ein ganz bisschen dünner nehmen, weil ich den Buchstaben an sich größer gemacht hatte, damit man das anpassen konnte hier an diese obere Fläche. Ich würde das auf jeden Fall so aufnehmen. Das ist mir bewusst. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Logo jetzt gerade weiterarbeiten. Sonst kann ich hier, glaube ich, noch eine ganze Weile daran arbeiten. Ja, noch den Lidstrich. Und dann hast du die erste fertig? Ja. Ich bin beeindruckt. Ich auch. Warte, ich gucke nochmal. Ob es das wirklich... Mhm. Ja, die Kugel noch und hier ein Gürtel müsste ich noch einzeichnen. Dann wäre es soweit. Und dann hast du es? Okay. Wow. Hoch. So, hier ist der Gürtel, dann noch kurz Änderung. Irgendwas ist ja immer noch, ne? Das stimmt. Ja, und so wie es Thoralf auch gerade angemerkt hat, natürlich ist das Feintuning am Ende, das ist auch einfach definitiv immer noch mal der Part, der am zeitintensivsten ist, finde ich. Ja, definitiv. Man denkt, also ich habe das natürlich jetzt hier so hingedingelt, ne? Aber wenn man da jetzt noch mal ganz scharf reingucken würde, dann wäre das, da wäre definitiv noch einiges zu tun. Mhm, ja. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Dani, wir können dann mal schauen. Mhm. Ich mache jetzt mal noch so ein Poster. Wir können ja mal gucken, wie weit du nachher bist. Und wenn es irgendwie noch von der Zeit her hinhaut, dann würde ich sagen, packen wir da deine Illustration noch mit zu diesen Postern. Ansonsten, weil wenn ich jetzt einfach mal den Slogan auch so lasse, dann würde ich hier vielleicht jetzt mal gerade noch so die Blume reinnehmen. Wäre vielleicht auch ganz nett. Ich mache auch gerade die Schlösser weg, damit ich dir das Mädel schicke. Ah ja, okay. Ja. Super. So. Haben wir noch den Ball und dann haben wir es. Thoralf, alles gut. Sollte nicht als Nörgel verstanden werden. Nee, alles gut. Und wenn man darauf aufmerksam macht, das ist auf jeden Fall auch gut, weil nicht, dass man es noch übersieht. Aber das stimmt natürlich. Es ist detailtypografisch noch nicht ganz ausgearbeitet. Noch überlegen, welche Farbe der Ball hat. Irgendwie. Ich nicht. Nee. Ja, ich glaube, das ist es. Okay. Ich habe 4 Poster gemacht. Ich glaube, ich finde die Richtung gar nicht schlecht. Also eine Richtung wäre natürlich jetzt mit den Pattern zu arbeiten. Das wäre auch was ich sonst noch ausprobieren könnte. Aber hier wäre es jetzt natürlich auch ganz schön, deine Illustration hier so groß in den Fokus zu stellen. Sie ist jetzt online bei dir. Du könntest sie dir jetzt rausholen. Oh ja, ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Dann mache ich hier nochmal eins dazu. Und hier das hier auch nochmal. Das
So, und ich sehe mal zu, dass ich hier die zweite irgendwie noch. Ja, sehr schön. Ich habe sie schon. Oh, die ist richtig cool geworden. Yay. Ja, das ist, läuft echt wie am Schnürchen, ne? Ja. Ich bin auch gerade hier ganz... Okay, also wir haben noch eine Viertelstunde. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Magst du mir noch... Oh ja, ich sehe gerade die Poster schon mal. Mhm. Ja, cool. Warte mal, ich setze die mal hier rein. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, beziehungsweise es muss ich mich erstmal noch hier kurz für eine Hintergrundfarbe für Sie entscheiden. Mhm. Was ist, wenn sie vielleicht rosa bekommt? Oh nee, dann sieht man ihre Haare nicht. Oder färb die Haare um, wie du magst. Also du bist da echt frei. Okay, was meint ihr? Rosa Hintergrund und Haare umfärben? Ansonsten hellblau. Hellblau ist auch ganz schön. Grün ist, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, das mit dem Hellblau finde ich tatsächlich ganz gut. Hellblau? Okay, ja. Nehmen wir das. Und der hier vielleicht in Gelb und dann das hier wieder in Hellblau. Ja, doch. Und was hältst du von einem so einem Wir mit den Kirschen? Oh ja. Ja, ich bin hier auch gerade überlegen, ob man die Schrift da jetzt so oben drauf stehen lässt, weil was man nämlich auch machen könnte, probiere ich mal aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das wird, wenn ich das in den Vordergrund packe. Hier beide Elemente habe. Ich könnte ja die Schrift anpassen. Moment, Verzerrungshülle mit oberstem Objekt erstellen. Dann wird es so verzerrt. Mal schauen. Ich finde immer, manchmal passt so ein Effekt, manchmal auch nicht. Ah, ich glaube, dadurch, dass ich hier so schnell war, habe ich hier so ein bisschen... Unordnung. Umgeschludert oder Unordnung in meiner Datei gemacht. Naja. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ruth schreibt gerade, die Elo von der Frau ist super schön geworden. Ja, finde ich auch. Die Dankeschön. Richtig, richtig cool. Ja, ich weiß nicht, wie ich das finde mit dem... Mit der Schrift da drin? Ja, ich glaube das... Oder so, ja. Was sagst du? Ich bin mir auch noch nicht so sicher. Also ich glaube, es ist nicht die richtige Schrift. Oder vielleicht in Versalien, also mit Großbuchstaben probieren. Mhm. Dann würde ich es jetzt mal wieder hier rausnehmen. Ich glaube, das wäre jetzt so ein Punkt, der bedarf dann noch längerer Überarbeitungszeit. Ich fände es halt natürlich schade, wenn man hier wieder diesen Slogan nimmt und den einfach, ich meine, man könnte ihn trotzdem, also ich würde das dann auch, wenn man das fein ausarbeitet, natürlich die Schrift dann auch in InDesigner drüber setzen. Ne? Auch hier gerade, wenn man so eine Serie macht, ist natürlich auch super wichtig, dass die Typografie an der gleichen Stelle steht. Ist natürlich die Frage, ob man einfach sagt, man würde den Slogan da auch darüber schreiben. Vielleicht können wir ja hier noch einen anderen Satz hinschreiben. Die Illo könnte auch auf der Schrift stehen, dass es davor steht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht so ein bisschen die Frage. Oder noch eine andere Überlegung. Was ist, wenn man den Ball
Transparenz macht. Oh ja, probier mal. Oder, nee. Das sieht man nicht so sehr. Das finde ich aber auch schon wieder eigentlich ganz gut. So. Also ich glaube, ich müsste hier noch ein bisschen mehr ausprobieren, welches die richtige Füllmethode ist. Ja. Das wüsste Tim jetzt wahrscheinlich auch anhieb. Aber ich hätte ihn natürlich schon gerne einfach mehr leuchtend. Oder was ich mal noch probieren kann, ist, wenn ich den in den Hintergrund trotzdem immer noch normal setze. Nee, auch nicht. Ja, mal schauen. Okay, hier kommen ganz viele. Vielleicht ein Transparenzeffekt, keine Ahnung, was ihr da macht. Dieses Programm ist ein Buch mit 7 Siegeln, aber schön. Oder um den Kreis, könnte auch schrecklich aussehen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, da könnte man jetzt noch ein bisschen weiter auf, rumprobieren, wie man da die Schrift integriert. Ich glaube, ich würde es jetzt nochmal hier so lassen, weil... Genau, damit ich dann auch noch zu den Stickern gehen kann. Und du bist schon bei der zweiten Illustration, sehe ich. Ja, ich habe jetzt hier echt angeworfen, den Motor. Vor allem, ich möchte ja dir auch immer die ganze Zeit zugucken, ne? Weil ich das halt super spannend finde. Und dann habe ich mir, okay, nee, weitermachen. Ja, ja, ich sehe hier auch gerade die ganze Zeit, weil ich möchte dir auch zuschauen und dann denke ich so, ah, ich möchte hier noch so ein, zwei Dinge machen. Ja, vielleicht muss ich einfach mal demnächst mich neben dich setzen, wenn du arbeitest. Das können wir sehr gerne machen. Können wir uns gegenseitig nochmal zuschauen? Ja, das fände ich in der Tat ganz cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch immer sehr... spannend, anderen Leuten zuzuschauen, ne? Dass, wie man da so gewisse Dinge auch macht. Du bist super schnell. Ja, aber das, also ich glaube, wenn man ranzoomt, sieht es dann auch dementsprechend aus. Ja, also, ja. Ihr müsst halt alle ein bisschen... nachsichtig mit uns sein. Genau, ja. Nachsichtig mit uns sein. Ich habe aber auch schon kleine Animationen im Kopf, die man vielleicht noch machen könnte. Das wäre dann auch nochmal der nächste Schritt. Ja, fände ich auch super. Dani, bin ich auf jeden Fall dabei. Da gucke ich dir dann zu. Ja, da bin ich tatsächlich leider auch noch gar nicht so sicher, wie ich gerne wäre. Ja. Okay. Ja, das steht bei mir ja auch schon seit einer Weile auf dem Plan. Also zumindest für dieses Jahr. Ich hoffe, das funktioniert noch. Aber ich meine, wir haben ja auch erst Ende März. Ne? Da, ist noch Zeit. Die Chance ist noch da, dass man es hinbekommt. Ich mag auch immer deine Formen, die Figuren, die haben auch so eine Dynamik. Das finde ich super schön. Das freut mich sehr zu hören. Man selber sieht das ja immer nicht so, ne? Ja, nee, das muss noch mehr so, das muss noch mehr so. Das stimmt. Aber ich glaube, uns allen geht es wahrscheinlich so. Ja, ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Ach, Carina, geht schon. Guten Appetit. Tschüss, Carina. Mahlzeit.
Danke, dass du dabei warst. Ja, voll gut. Mich voll gefreut. Die Zeit geht auch einfach wieder richtig schnell vorbei. Aber ich habe sie auch bald, naja, zumindest so, dass du was damit machen könntest. Ja, du, ich bin hier gerade noch an Stickern dran. Also ich wollte es zumindest mal noch bei ein, zwei Sachen irgendwie Schrift mit reinbringen. Aber ich glaube, wir müssen da auch noch ein bisschen weitermachen, ne? Ja. Jetzt bin ich da schon auch angecatcht, dass man hier noch gewisse Dinge auch fertig macht. Ja, und dann noch ein T-Shirt und noch dies und noch und Gartenhandschuhe. Gartenhandschuhe, genau. Thoralf sagt gerade, deine Figuren haben auf jeden Fall einen hohen Wiedererkennungswert. Das finde ich auch. Krass, ja, danke. Das merkt man ja selber immer gar nicht so. Denkt man, ja, das sieht aus bei allen anderen auch. Da muss noch mehr dies, da muss noch mehr das. Man ist ja immer so selbstkritisch. Das stimmt. Ist ja wie Balsam für die Seele. Richtig schön. Die Farbkombination finde ich auch super. Ja, hat halt Tanja die beste Farbpalette gemacht, würde ich sagen. Und wir haben sie alle gemeinsam ausgewählt. Julia, ja, wir sind auf jeden Fall morgen auch dabei. Sie hat gerade schon einen kleinen Teaser gegeben. Morgen ist Julia mit der Melanie zu Gast, beziehungsweise Julia ist zu Gast. Julia gibt ihren Senf zum Thema Character Development. Hört sich super interessant an. Auf jeden Fall einschalten. Die Streams von Julia sind immer der Wahnsinn. Mit Julia und Melanie. Seid dabei morgen auf jeden Fall. Dani, wir haben noch 3 Minuten. Ja, ich bin dran. Es kommt. Ich bin in den letzten Zügen. Aber ja, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr rüber zu schicken zu dir. Du, das ist auch völlig, völlig in Ordnung, glaube ich. Ich bekomme es auch nicht mehr alles fertig, was ich gerne würde, aber das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Ja, und dann laden wir schön auf Behance hoch. Genau. Das wird ein super Case. Ja, ich hab sie tatsächlich fertig bekommen. Ja? Ja, schau. Warte mal, ja, vielleicht kommt bestimmt gleich. Tim noch mal kurz umschalten. Ich glaube, er hat gerade erst umgeschalten gehabt. Ja. Deshalb. Dann schicke ich es dir jetzt mal einfach. Okay. Oh ja, die ist super. Sehr cool. Ich kann ja gucken, wenn du sie noch mal reingestellt hast, dass wir die auch noch mal kurz aufmachen. Warte, lädt gerade hoch. Mhm. Ja, ist oben. Sehr schön. So, ich glaube, sie müsste sogar auch schon wieder drin sein. Es geht ja super fix hier. Ja, das ist echt richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich sie auch offen. Ah ja, schön zu sehen, wie es bei dir dann auch ankommt. Oh ja, cool. So, ich packe sie jetzt hier mal noch dazu, dass wir sie auch sehen. Oh nein, warte, ich glaube, ich habe ja ein Beinchen, habe ich nicht mitgenommen. Aber Julia hat gerade was Witziges gesagt, dass es wie die Sgt. Pepper-Illustration von den Beatles aussehen. Und tatsächlich waren wir letztens in Barcelona in dem Museum und da war auch eine Ausstellung und da ging es auch viel
darum. Und tatsächlich fand ich das sehr inspirierend, habe mir das Video auch direkt dreimal angeguckt. Das fand ich schon auch richtig cool. Ja, super. Ja. Ja, das ist doch cool. Ich setze deine Lady hier ist einfach nochmal mit dazu, damit wir sie auch haben. Yay. So. Die müsste dann auf jeden Fall auch noch eingearbeitet werden. Ich hatte noch einen Sticker gemacht, den wollte ich hier auch noch mit reinnehmen. Ich hole mir den jetzt hier einfach mal dazu. So. Dani, wollen wir noch mal ein kurzes Recap machen und mal schauen, was wir jetzt gemacht haben in den letzten 2 Tagen? Ja, bitte. Ja, cool. Jetzt sind wir hier schon am Ende der Stunde. So. Also hier von unserem Anfang, von den Farbpaletten über gemeinsame Slogan- und Namensentwicklung. Hier die Logoentwicklung. Hier haben wir alles zusammengetragen. Deine Illustrationen, da könnten jetzt, also da müssen jetzt noch die beiden Ladies mit dazu. Hier, die haben wir, bisher haben sie jetzt noch keine Verwendung gefunden, würde ich aber auch auf jeden Fall mit einbauen wollen. Diese Pattern-Designs hier aus deinen Illustrationen, das finde ich nämlich auch ganz cool. Ja, die fand ich auch sehr nice, muss ich sagen. Und ja, jetzt das von heute, hier unsere Festivalbändchen. Ich glaube, die bedürfen auch noch ein bisschen Überarbeitung auf jeden Fall. Aber wäre mal so ein erster Entwurf. Ja, und, warte mal, ich mache das hier mal zu. So, diese Posterreihe finde ich gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Da könnten wir jetzt noch zu allen deinen Illustrationen, das Auge wäre noch schön. Vielleicht auch noch der Mund, ich glaube, der würde sich auch noch ganz gut machen auf so einem Poster. Dann die andere Frau, dann eben immer noch mit den richtigen Wörtern oder Sätzen dazu, aber das finde ich ganz gut. Und hier noch so ein paar, die sind jetzt auch noch nicht fertig, aber ein paar von deinen Illustrationen als Sticker mit Text. Ja, bitte. Und ich mache dann vielleicht nochmal Animationen übers Wochenende, die ich da dann mit in den Case rein mache. Aber nur ganz kleine, weil so richtig gut kann ich es auch noch nicht sagen. Okay. Aber so ein bisschen was dreht sich, ein bisschen was bewegt sich. Ja, ja, voll gut. Und Mockup schicke ich dir auch noch fürs T-Shirt, damit es halt auch passt. Ja, machen wir. Ja, cool. Tanja, cool. Das war richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank. Wir sollten echt öfter Kollaborationen machen. Ich fand's bombig. Ja, sehr schön. Danke dir. Kann ich dir nur zurückgeben. Ich fand's auch richtig schön. Immer wieder herausfordernd und einfach super konstruktiv, wenn man da die Dinge zusammenwirft und was da dann irgendwie Neues entsteht. Ne? Ja. Sehr, sehr cool. Danke euch an den Chat. Doris bedankt sich. Super Arbeit. Ruth, die Sticker sind herrlich. Ganz, ganz lieben Dank. Super, danke, dass ihr auch so viel mitgemacht habt und euren Input gegeben habt. Oh ja. Und wie ihr seht, ne, da kommt einfach, je mehr Leute dran kreativ ihre Kreativität damit reinbringen, kommt einfach ein cooles Ergebnis raus. Ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, seid auf jeden Fall morgen dabei. Da sind Julia und Melanie da. Und ansonsten schaut gerne auf Discord rüber. Wir werden auch das Logo da auf jeden Fall online stellen. Und wenn es die Sticker gibt, dann, wenn du Animation machst, dann stellen wir auf jeden Fall auch die Sticker rein, würde ich sagen. Oh ja. Okay. Ja. Also schaut gerne auch in der Zwischenzeit auf Discord vorbei. Ansonsten für heute würde ich sagen, danke euch. Danke dir, Dani. Danke euch. Danke und dir auch vor allen Dingen. Du hast jetzt echt abgerockt, muss ich sagen. Das haben wir mal kurz hier einen Zahn zugelegt. Okay, dann macht's gut und habt einen schönen Dienstag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.